Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute wieder Horse Riding Tales. Die kleine Chloe steht jetzt hier gerade auf der anderen Seite vom Fluss, denn wir waren mega krass fleißig, Leute. Es gibt nichts mehr zu farmen auf dieser süßen kleinen Insel oder was auch immer es ist. Ich habe wirklich mein Allerbestes gegeben. Ich habe leider die Quest trotzdem nicht ganz geschafft im Moment. Wir brauchen noch die Baumwolle und wir brauchen noch Stein. Baumwolle können wir easy noch zu Ende machen. Nur Stein ist das Problem, denn da brauchen wir noch 850 und es gibt im Moment keinen Stein auf der Map. Das heißt, ich erfülle euch einen Wunsch, denn ihr hattet relativ häufig in die Kommentare geschrieben, dass ich doch alle meine Pferde mal zeigen soll. Und dadurch, dass wir jetzt hier heute nicht wirklich irgendwas machen können, zeige ich euch jetzt einfach alle meine Pferde und dann reiten wir auf jeden Fall noch ein Cross-Country-Rennen und ja. Das erste Pferd, das wir haben, ist die kleine Stella. Stella war die erste Stute, die ich gekauft habe, beziehungsweise nein, die ich gefangen habe. Ich habe noch gar kein Pferd in diesem Spiel gekauft. Ich habe die alle gefangen, was auch mega krass ist, Leute. Ich habe alle Pferde gefangen oder geschenkt bekommen durch die VIP-Mitgliedschaft, die ich habe. Und ja, sie ist die erste kleine Maus, die ich gefangen habe. Ihr seht sie im allerersten Let's Play. Und ja, sie ist super süß. Ich reite sie eigentlich nicht mehr, weil ich eigentlich nur noch Pferde reite, die fliegen können. Der zweite und mein absoluter Traum ist Odin. Odin, den habe ich, oh Gott, ich weiß gar nicht, wann ich den gefangen habe. Ich kann mich nicht mehr erinnern. In der zweiten oder der dritten Folge oder so habe ich ihn gefangen und ich war so mega glücklich, weil ich fand den schwarzen Hengst einfach so wunderschön. Und ganz offensichtlich habe ich ihn Odin genannt, nicht Ostwind, weil ne, ich habe ja ganz viele Pferde, schwarze Pferde, die immer Ostwind heißen. Wobei, bei ihm hätte es gut gepasst. Aber das ist der kleine Odin. Odin hat es bis Level 12 geschafft. Bevor ich mir dann überlegt habe, es ist vielleicht nicht so eine gute Idee, ein Pferd komplett hochzuleveln, das einfach jetzt nicht mega rare ist, wie zum Beispiel die Fantasy-Pferde. Als nächstes haben wir Oreo. Oreo ist super süß, oder? Ihr habt ihn benannt, den kleinen Oreo. Und er ist mega, mega knuffig. Leider natürlich auch kein Fantasy-Pferd, dadurch von den Stats her nicht perfekt. Aber ich hatte mich damals so hart gefreut, als ich ihn gefangen habe, weil ich fand ihn so süß. Da habe ich so hart gegrindet, dass ich die Sachen zusammensammeln kann. Und dann war er plötzlich da. Und mittlerweile spawnen die Pferde natürlich irgendwie ständig bei mir. Aber am Anfang war das alles super exciting. Und ich habe mich einfach mega gefreut, als ich ihn bekommen habe. Dann haben wir Cosmic. Cosmic ist ein Pferd, das ich geschenkt bekommen habe durch meine VIP-Mitgliedschaft. Denn wenn ihr VIP werdet, das glaube ich kostet irgendwie 60 Euro oder so oder 70, ich weiß es jetzt gerade nicht, Leute. Und den bekommt ihr geschenkt. Also das Pferd bekommt ihr quasi sofort geschenkt, wenn ihr die VIP-Mitgliedschaft abschließt. Und ich habe den kleinen Mann Cosmic genannt. Ich habe ihn nicht gelevelt und nicht wirklich geritten, Leute, weil ich relativ schnell nach meiner VIP-Mitgliedschaft habe ich Apple gefangen. Und Apple kann fliegen und sieht genauso aus. Und deswegen ist der kleine Cosmic die meiste Zeit seines Lebens auf der Koppel. Was natürlich auch ein cooles Leben ist, oder? Für so ein Pferd. Und als nächstes haben wir Fluttershy. Die kleine Fluttershy war, glaube ich, auch ein Geschenk. Ich bin mir relativ sicher, sie war auch ein Geschenk für die VIP-Mitgliedschaft. Man bekommt zwei Pferde. Das ist eben einmal die Fluttershy und einmal Cosmic. Das heißt, zwei Fantasy-Pferde und einmal ein Feuerpferd und dann noch ein Einhorn, ganz offensichtlich. Meine Fluttershy, ich liebe sie. Das Einzige, was ihr fehlt, sind Flügelchen. Dann, glaube ich, wäre sie mein absolutes Lieblingspferd und ich würde sie nur noch reiten. Aber Leute, ich fliege in dem Spiel wahnsinnig gerne, weil es echt mega nice ist, durch die ganze Map zu fliegen. Das ist so, ne, das mache ich wahnsinnig gerne. Deswegen reite ich sie nicht so häufig, aber sie ist mega, mega knuffig, mega süß und ich bin froh, dass ich sie habe. Als nächstes kommen meine beiden Stars. Nein, eigentlich die drei Stars. Und zwar als allererstes Applejack. Wie ihr seht, habe ich die kleine Maus hochgelevelt auf 75 und auch Rainbow Dash ist mittlerweile 75, weil so ein Debakel wie letztes Mal, ne, das möchte ich dann beim nächsten Mal in der Samstagsfolge nicht nochmal haben. Applejack ist einer meiner absoluten Lieblingspferde. Klar, sonst hätte ich sie nicht mit hochgelevelt. Sie ist wunderschön. Ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen, als ich sie gefangen habe, weil sie ist einfach so abartig schön. Ich habe
ich weiß gar nicht, ich glaube 3 Fantasy Orbs geschenkt bekommen oder 4. Nee, ich weiß nicht mehr, wie viele ich geschenkt bekommen habe, Fantasy Orbs. Aber sie habe ich auf jeden Fall gefangen mit Fantasy Orbs und ich fand es mega cool. Sie war mein zweites fliegendes Pferd, also mein zweiter Pegasus bzw. Alicorn, das ich gefangen habe, denn der erste war Rainbow Dash. Ich hatte Schnappatmung und dachte kurzfristig, ich krieg überhaupt keine Luft mehr, weil plötzlich war er da und ich konnte ihn fangen und dann war er mein und Rainbow Dash ist einfach so ein mega, mega hübsches Pferd und ja, er war mein allererster Pegasus und deswegen wird er auf jeden Fall immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Ihr seht, er ist Level 75 und er ist einer der beiden Pferde eben, mit denen ich die Championate gehe. Die nächste ist das letzte Pferd, das ich gefangen habe und das ist Princess Luna. Die kleine Luna ist ganz offensichtlich auch ein Pegasus, kein Alicorn, weil sie kein Horn hat, aber ein Pegasus, sie ist mega besonders und sie ist das Purple Fantasy. Dadurch ist sie, glaube ich, bekannt, Purple Fantasy. Und sie ist mein Pferd für die Cross-Country-Rennen, falls ihr noch nie ein Video von mir gesehen habt. Und sie ist mittlerweile auch ausgelevelt. Ich glaube, 20 ist das höchste Level. Und ja, mit ihr bin ich Platz 7 geworden in einem der Cross-Country-Rennen. Und da bin ich relativ stolz drauf. Dann haben wir die letzten Pferde. Das ist einmal Loki, mein Appaloosa. Ich habe mich so gefreut, als ich Loki bekommen habe. Es war so mega nice. Er ist Level 30 und ich dachte auch, dass ich noch ihn ewig reiten werde und dann wurde ich VIP und habe dann eben meine Fantasy-Pferde bekommen und ja, seitdem reite ich ihn eigentlich nicht mehr wirklich, aber als ich ihn gefangen habe, das war auch ein besonderer Moment, Leute, da hatte ich Horse Riding Tales irgendwie vielleicht ein paar Tage, nicht mal, glaube ich, weil am Anfang habe ich das Spiel so viel gespielt und ja, Loki ist einer meiner Lieblinge. Also wenn man jetzt so sagen kann, außerhalb der Fantasy-Pferde, ist, denke ich, Loki mein Lieblingspferd, weil Leute, er ist ein Appy. Ich liebe Appys. Dann haben wir noch Pepper. Ich habe sie gefangen und ich bin mir nicht sicher, ob ich sie jemals wirklich geritten habe. Ich glaube nicht. Die Pepper, die habe ich gefangen, ich glaube, 2 oder 3 Tage, nachdem ich Loki gefangen habe. Und ich dachte mir, es ist einfach süß, dass ich sie trotzdem behalte, weil es gibt ja nur 2 Rare-Pferde. Oder sind sie Rare? Ich glaube Rare, oder? Ich glaube, die beiden Pferde sind Rare. Also Loki und Pepper sind Rare. Und ich dachte mir, Mensch, das ist doch eine tolle Sache, dass ich die kleine Pepper behalte. Und ja, seitdem wohnt sie bei mir. Der Loki, die Pepper und ich glaube Rarity, die wohnen auf der anderen Seite von der Insel. Und alle anderen Pferde wohnen dann direkt quasi im Hauptstall. Und die letzte kleine süße Maus ist Rarity. Ich habe mich so gefreut, als ich sie gefangen habe. Ich meine, ne? Klar, Leute, ich habe mich so wahnsinnig gefreut, weil ich wollte sie unbedingt haben. Das einzige Pferd, was mir jetzt noch fehlt, ist der weiße Pegasus und der schwarze Pegasus. Und dann habe ich alle Pferde, die ich mir wünsche, also für Steam, Leute, weil wir haben leider noch keine neuen Pferde. Aber die kleine Rarity, ich freue mich, dass ich sie habe. Sie ist Level 5. Ich weiß gar nicht, warum ich sie überhaupt gelevelt habe, ehrlich gesagt, weil ich habe ja meine Pferde, die ich level, aber ja, so ist das. Das sind auf jeden Fall alle meine Pferde und brauchen tue ich noch, oder brauchen, ich brauche gar kein weiteres Pferd, Leute, aber gerne haben würde ich noch diese beiden Grazien. Ich habe beide schon im Spiel gesehen, ich konnte mir aber leider keiner von beiden leisten, weil beide wollten 3 Fantasy Orbs haben. Die hätten mich 900 gekostet und wie ihr hier oben seht, ich habe im Moment nur 886 und ja, ich konnte sie mir leider nicht leisten, ist aber nicht so schlimm, weil eines Tages werde ich sie wieder sehen und dann habe ich hoffentlich die 900 Gems zusammen, dass einer von den beiden einziehen kann. Ich kann euch gar nicht sagen, welchen ich lieber haben würde. Vermutlich aber den weißen Pegasus, weil die ist schon richtig besonders, ne? Sie ist eben ein Alicorn und sie ist einfach wunderschön, oder? Schreibt mir mal in die Kommentare, welche Pferde habt ihr? Und welche möchtet ihr noch unbedingt haben? Und habt ihr einen Liebling von meinen Pferden?
Das ist ein sehr, sehr schöner Sattel. Ein sehr schöner Sattel, oh mein Gott. So, jetzt graben wir uns aber noch die Princess Luna und reiten noch geschwind. Ich glaube, es sprengt wieder das Video, Leute, aber ich kann mich irgendwie nicht drehen so jetzt. Aber wir reiten jetzt trotzdem noch ein Cross-Country, weil wir das immer so machen. Und wir haben Rewards und ich habe es leider nicht geschafft, Leute. Ich bin Platz 52. Also, als ich aufgehört hatte, war ich Platz 47, weil ich konnte meine Zeit einfach leider nicht schlagen. Was sehr, 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 sehr schade ist. Aber wir haben trotzdem ein bisschen was bekommen, was cool ist. Und vielleicht beim nächsten Mal. Dann gucken wir mal, was jetzt neu an Rewards sind. Ob der Special Prize neu ist? Nee. Es ist immer noch der gleiche. Warum gab es den anderen schönen nur eine Woche? Das ist total unfair. Leute, wir probieren es einfach. Ich bin gespannt, ob ich genauso wieder reinscheiß wie sonst auch. Ich hoffe nicht, Leute. Vielleicht schaffen wir es. Oh Gott. Oh Gott. Vielleicht schaffen wir es schon die erste Runde komplett. Oh Gott, wo muss ich hin? Oh, es ist nicht euer Ernst. Das wird irgendwie immer schlimm. Nein, nein. Jetzt habe ich aus Versehen zu lang gedrückt und bin jetzt so schnell gelaufen. Und dann habe ich es gleich. Hui! Und natürlich habe ich es nicht geschafft. Jetzt bin ich auch noch hängen geblieben. Oh, was war im Spiel? Oh Gott, Leute. Oh Gott, dann schaffe ich nicht, schaffe ich nicht, schaffe ich nicht, schaffe ich nicht. Schaffe ich nicht, schaffe ich nicht, schaffe ich nicht. Schaffe ich nicht. Oh Gott. Oh Gott, Leute, das ist richtig schwer diesmal. Nein, ich hab's verpasst jetzt, weil ich so schnell war. Leute, es ist ein absolutes, mega krasses... Nein! Was habe ich denn für Probleme? Okay, also Leute, das können wir komplett vergessen. Ich hoffe, dass ich das am Samstag besser mache, weil diese Leistung ist auf jeden Fall absolut schrecklich. Nein, jetzt bin ich da noch hängen geblieben. Oh Gott, Leute. Es ist tatsächlich echt schlimm. Ich kann auch gar nicht sprechen. Ich stelle mich so unglaublich an. Wie habe ich denn das einmal geschafft, dass ich Siebter wurde, ehrlich gesagt. Das weiß ich nicht, Leute. Oh nein! Ach, ich kann, oh Gott. Da hatte ich jetzt richtig Glück, Leute. Wenn jetzt der Checkpunkt oben gewesen wäre, dann hätten wir komplett verkackt gehabt. Nein, jetzt habe ich ihn trotzdem verkackt. Und da war das Ende. Oh, es war sehr... Bitte was? Position 10? Das war der schlechteste Performance auf Gottes Erdboden und ich bin Position 10. Ja gut, Leute, aber heute ist auch erst Montag. Das heißt, gestern war der erste Tag. Ich nehme an, dass das jetzt nicht die Performance war, mit der ich gewinnen kann. Aber 10. ist schon, hätte ich gesagt, definitiv nicht allzu schlecht. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht am Samstag oder am Freitag, wann auch immer ich filme, das Ganze noch ein bisschen besser machen können, dass wir das neue Outfit wieder bekommen. Oder was meint ihr? Dann hätte ich aber gesagt, was ist mit diesem Video von Horse Riding Tales? Wie gesagt, das nächste Mal geht's weiter mit der Hauptstory-Quest. Und dann danke ich euch vielmals fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein kostenloses Abo von euch freuen. Über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!